My name is Martin Tweed, President and CEO of Kindred Aerospace. Thank you for joining the Pioneer Program. For almost 30 years, Kindred has been striving to help humanity expand beyond the confines of Earth. And I am excited to announce that many industry observers now consider us the fourth best interstellar exploration company. From our humble beginnings, manufacturing batteries and solar arrays for use in extreme climates, to our line of athletic footwear and chic survival apparel, we have been continually striving to drive humanity further from the bottom of the oceans and now to the stars! Okay. Our next step is to move beyond pure exploration and into settlement, which is why you are here. Our scientists have identified several planets that may be fit for human habitation. Yours is... ARY-26. Warum Video anhalten? Welcome. My name is Echo and I'm here to help guide you on your mission. But first things first. Bitte melde dich auf deinem Computer an, um eine Fragebogen auszufüllen. So können wir sicherstellen, dass du nicht verrückt bist. Aber ich bin doch verrückt. Wir können das Video... Wollt ihr das Video weitergucken? My name is Martin Tweed, President and CEO of Kindred Aerospace. Alles klar, gucken wir uns später nochmal an. Also, bitte füllen Fragebogen Computer aus, sonst kann das nicht. Sieht ja schon wieder ein bisschen freaky aus hier, oder? Lente Mahlzeit servieren. Ja, sieht total lecker aus. Sehr, sehr schick. Okay, you do know what a computer looks like, right? Ja, nun beruhig dich doch mal. Look for the screen with the envelope icon on it. Javelin neu starten? Nee. It'll be quick, I swear. Print hier. Computer. Oh. Na, namenloser? Da geht doch das Retro-Herz auf hier, oder? CPU. Es sieht so aus, als hättest du es geschafft. Gut gemacht. Gemäß deinem Kindred-Mitarbeiter-Erfahrungsprogramm-Leistungsvertrag bist du vertraglich verpflichtet, in regelmäßigen Abständen Berichte zu schreiben. Fangen wir an. Dein Ernst? One of my jobs is to continually assess your mental state and as space sickness has Otte. Been an issue for some other recent explorers. Eines dieser Bilder ist ein Foto von dir. Welches ist es? Na, er hier natürlich, oder? Eindeutig Hotte, Leute. Thank you. I'm super glad you're not crazy. Dankeschön. Vielen Dank für die Mühe, Forscher J75X321. Dies ist das Ende des Berichts. Bitte klicke auf Senden, um deine Antwort an das Rechenzentrum von Kindred zur Bearbeitung zu senden. Ich habe da nur Foto gedrückt. Genieße dein Abenteuer und bleibe am Leben. Okay. Müll verlassen. Okay. Post. Herzlich willkommen. Hallo, Name des Explorers hier. Ja, könnte man noch hinschreiben. Dies ist der erste Tag Ihres großen Abenteuers. Wir könnten nicht begeisterter sein, Sie auf Planetenname hier, okay, begrüßen zu dürfen. Als wichtiger Teil von Kindreds Streben, die Sterne zu erforschen, ist es unerlässlich, dass tapfere Menschen wie Sie jeden Stein umdrehen, jeden Grashalm scannen und die wertvollen Baustoffe aus dem Inneren jeder Bestie holen, damit unsere Datenbank wachsen und sich der Menschheit weiterhin in den unendlichen Weiten des Universums ausbreiten kann.
Die Menschheit war für ihre gesamte Existenz auf der Erde gefangen. Wir können größer sein, wir können mehr sein. Helfen Sie uns dabei. Mit freundlichen Grüßen, Martin Treat, Gründer und CEO. Na, dankeschön, Martin. Weiß ich, was das für ein Game ist. Ja, jetzt weiß ich auch, warum ich das nicht gespielt habe. Es ist zwar teils echt lustig, aber ich finde es eben etwas eintönig. Daher hatte ich es gelassen. Aber naja, Ansichtssache halt. Null Plan. Ich guck's einfach an. Einfach mal. Okay, schießen. Videos. Okay, Tweet Welcome. Hi, my name is Martin Tweed, President and CEO of Kindred Aerospace. Gut, kommt Leute, guckt mal uns an, ihr hört dazu. For almost 30 years, Kindred has been striving to help humanity expand beyond the confines of Earth. And I am excited to announce that many industry observers now consider us the fourth best interstellar exploration company. From our humble beginnings, manufacturing batteries and solar arrays for use in extreme climates, to our line of athletic footwear and chic survival apparel, we have been continually striving to drive humanity further from the bottom of the oceans and now to the stars! Our next step is to move beyond pure exploration and into settlement, which is why you are here. Our scientists have identified several planets. Also insgesamt verstehe ich es einfach so, dass du neun Planeten erkunden musst, um der Menschheit die Möglichkeit zu geben, sich noch mehr zu vergrößern. All möglichen Kram scannen und eventuelle Gefahren beseitigen. And highlight objectives for you and your partner, if you have one. Yeah, my partner. I have not a partner. I should also mention that while every effort has been made to ensure a comfortable and safe journey, recent budget challenges plus the unknown natures of the obstacles you will face mean that we were unable to send you anything in the way of equipment. Die armen Fische. Don't stress, however, as your habitat comes equipped with a 3D printer. That is more than capable of turning any old space trash you discover into useful items. Aha. Minor note. All the fuel the Javelin was used in the journey from Earth and the landing on your planet. You will need to discover a local resource that you can refine into an appropriate fuel. Unless, of course, you decide to spend the rest of your life off Earth. But I don't want to take up too much of your time, and I'm sure you're very excited to explore. So I wish you good luck. We will send updates on progress as you complete your scheduled surveys. Stay alive and see you soon. Ach, danke schön, hab ihn. Um Gottes Willen. Long-term travel is not for everyone. Side effects from long-term space travel are uncommon, but can include headache, nausea, diarrhea, vomiting, dizziness, dysentery, chest pain, varicose veins, bloody stools, feeling of emptiness or hopelessness, osteoarthritis, hemorrhoid, diabetes, forgetfulness, gender confusion, spontaneous dental prolapse, mild discomfort, or death. If you notice any of these symptoms, please contact your Kindred representative as soon as possible, and all efforts will be made to help and or rescue you. Note that current rescue time exceeds 6 months. Dankeschön. Sammelobjekte. Jo, ist ja ein bisschen was, wa? Alienforschung. Werte. 9 Minuten. Schön. 1,5%. Wer ist denn die hier? Io Micha? Komischer Typ, oder? Warte mal los. Teleport, wie ich dich durch ein... Ist etwa die Kasse, weil englischsprachig und dann auf Deutsch übersetzen schriftlich, dass du so schnell einfach nicht lesen kannst. So, das ist nämlich unser 3D-Drucker hier. Genau, 3D-Drucker nutzen. So sehen wir aus, meine Lieben. So sehen wir aus. Waffen 0 von 14. Aluminium, Kohlenstoff. Wir fangen mal oben an, okay? Rang 1, Junior-Forscher. Okay? Wir haben Materialien, Aluminium, Kohlenstoff, Silizium und Alien-Legierung. 0. Ja?
Primär, du hast derzeit keine Primärmission, sekundär nicht. Wissenschaftliche Experimente, okay. Global, Planet untersuchen, dokumentieren des Ökosystems des Planeten. Planeten untersuchen, verwende deinen Scanner, um das Ökosystem des Planeten zu dokumentieren. Kindrex Fortschritt 5%. Ich wurde in diese Welt geschickt, um herauszufinden, ob sie für die menschliche Besiedlung geeignet ist. Mit den neuesten Erkenntnissen der Kindred-Forschung muss ich diese Welt scannen und eine Datenbank zur Übermittlung an Kindred erstellen. Okay. Charakter. Okay. Gegenstand. Mahlzeit. Ausrüstung. Ah, okay, warte mal. Waffen. Mhm. Gucken wir uns an, wenn wir sie brauchen. Gegenstände. Aha. Einfacher Gebrauchsgürtel. Ein grundlegender Gebrauchsgürtel. Kann drei Gegenstände aller Art tragen. Drücke auf 1 oder 2, um die Gegenstände zu wechseln. Okay. Verbesserter Gürtel, verbesserter Wunde. 5 Gegenstände, okay. Und hier sind dann Sachen, die uns noch offen sind. Ausrüstung. Standard Raumanzug. Es hat die allgemeine akzeptable Anzahl von Gliedmaßen. Ja, okay. Okay, schauen wir uns an, wenn wir dementsprechend weiterkommen könnten. Rucksack. Du ist ja irgendwie scrappy, Alter. Rucksack wurde überholt. Es kann sich auch um ein eingestelltes Modell handeln. Aber es funktioniert. Startbooster. Bogendüsen. Okay. Und Visier. Smart Visor. Erinnerst du dich an eine Zeit vor Augmented Reality? Da war mal irgendwas. Wir auch nicht. Drücke auf Tabulator-Taste, um den Scan-Modus umzuschalten. Drücke auf Z, um das aktuelle Ziel anzuzeigen. Um Gottes Willen, okay. Und Kindex. Okay. Kindex. Ach, das ist der Fortschritt. Enthält Informationen zu Kindred-Geräten und Technologien. Alter, kannst du ja tot lesen hier. Nee, was ist denn das? Achso. Achso, da kannst du... 3D-Material... Achso, das sind doch mal Bilder dazu. Eco. Drop. Lecker und nahrhaft. Technisch gesehen ist es Essen. Okay. Das Landemodul ist... viel zu alt und anfällig für mechanische Ausfälle, aber für angestellte Weltraumforscher mit geringem Budget geeignet. Dankeschön. Martin Treat, ein verrückter Professor, so wie es aussieht. Das ist dein Freund und du liebst ihn. Wen lieb ich? Meet Marty Deluxe. Bietet dir alle Vorteile einer Freundschaft, Kameradschaft, moralische Unterstützung. Okay. Kartografen. Diese unbenannten Drohnen erkunden und scannen die Umgebung automatisch nach allem, was nützlich sein könnte. Für eine kurze Zeit wollte Kindred ausschließlich Kartografen für die Erforschung des Weltraums einsetzen. Martin Schmid hat diesen Plan abgelehnt, als sich herausstellte, dass die Zerstörung eines Kartografen teurer und unlustiger ist als der Tod eines menschlichen Forschers. Okay. Gut. Okay. Das ist denn... Oh Gottes Willen. Planet. Okay. 60 Stunden haben die gesagt? What? Sehe ich auch so. Was? Sporty, einen wunderschönen Samstag wünsche ich dir. Hallöchen. Wie geht's dir? So, mein Lieben,
Dankeschön für den Input hier. Das war, Achso, denn mit ihm herstellen kommen wir dennoch zu. Aha. Hier ist mein bester Freund, der, Meat Badge Deluxe. Dass die gute Menschen lustiger sind. Ach, sein trockener Humor, einfach zu nice. Okay. Alle bombmäßiges Wort, verstehe die Frage nicht. Alles schick. In der Lord der Schwert dann vorher. Jo, alles klar. Ja, logisch. Hätte ich nie gedacht. Muss ja jeder mal gucken kommen. Hm? So, was haben wir hier Schönes? Der grinst so wie Ecke. Computer, okay. Was haben wir hier noch Schönes? Teleport. Aha. So, und hier haben wir Javelin Neustart. Nee, wollen wir jetzt nicht. Wir wollen nicht neu starten. Schauen wir mal, wo es hingeht, Leute, wa? Zufall? Du meinst sicherlich das Katzenbild daneben, oder? Na, logisch. Wieso Katzen? Nee, ich will keine Katzen. So, welcome to ARY-26. It doesn't seem to be, well, a planet at all, really. More detonation of rocks. This mission just got 100% 100% interessanter und 50% tödlicher geworden. Dankeschön für die Information. Aha. Es ist leider oben in der Ecke weg. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Schade. Ja, also da oben in der Ecke haben wir Ausdauer und Gesundheit. Hinweis, drücke auf Z, um das verfolgte Missionsziel zu zeigen. Wenn euch die Töne zu laut sind, dann sagt bitte, bitte. Denn müssen wir das ein bisschen leiser machen. Okay, da können wir zielen. Hm, Futterdose. Mal ran hier. Loop ist köstlich und kann auch als Köder für Kreaturen verwendet werden. Halte Q, um zu zielen, loslassen, um zu werfen. Lass los, um zu werfen. Hä? Ah, Grob. The only food in this universe that tastes exactly like it sounds. Okay, jetzt nehme ich das mit. Aha, okay. Du bist ja so lustig, Swody. Gibt's das auch in Fein? Grob's hidden anti-nutritional value.
Da hat er eben. Hey, look at that. You picked up some carbon. Good for you. Hey, haben die eben abgeforzt oder was? Alter, lol. Könnt ihr nicht mal hier hinten furzen? Hautet doch mal hier hinten hin, Leute. Jetzt steht er mir im Weg um. Drücke zum Schlagen oder treten auf E. Halte E gedrückt um und entfessle Kraftschlag. Okay. Kann man einsammeln? Oh, was ist denn jetzt passiert? Wo hat er sie aufgelöst, der Kleine? Oh. Kraftschlag, Errungenschaft. Er hat mich vollgeschleimt. Voller Säft. Was ist das, Alter? Wir nehmen es einfach erstmal so hin, ja? Ich werde mich bemühen, Frau Namenlos. Ich werde mich bemühen. Was ist denn... Ach so, kann ich jetzt die Pflanzen denn aufscannen hier? Die hier? Okay. Kommen die immer wieder? Aus was entstehen die hier? Aus. Errungenschaft. Den Vogel zeigen. Ja, keine Ahnung. Es sind ja über 50 Errungenschaften hier in dem Spiel, ja. Könnte mit genügend Gewalt zerstört werden. Jo. Du anscheinend nicht. Okay. Hä? Da ist er ja wieder. Ah, okay. Kann ich das hier einsammeln irgendwie? Hm, anscheinend nicht. Okay. Hm. Wegwedeln, richtig schön mit der Rückhand. Genau, sang. Hey, das löst sich nur auf. So, ein bisschen komisch, oder? Wie viel von den Viechern soll ich denn jetzt in Rindzimmern und Kohlenstoff sammeln? Fortsetzen, Fotomodus, Spiel verlassen, nee. Okay. Warte mal, da war doch irgendwas mit. Da war doch irgendwas mit M. Ah, hier, genau.
Landeportal, starte die Kartografen. Ach so, okay, mach mal sofort. Ressourcen. Kohlenstoff. Gesundheitssense. Okay. Kohlenstoff eingesammelt, 64 hier oben. Ein winziger Teil der Essenz des Lebens selbst, der dich jung und gesund hält. Vor allem jung. Ach, und Kohlenstoff. Jedermanns liebstes chemische Element, Kohlenstoff. Es ist so universell, dass man keinen Stein werfen kann, ohne das Zeug zu treffen. Ja, logisch. Es wäre auch in dem Stein, den du geworfen hast. Cool. Okay. Sollte ich nicht irgendwas mit Kartografen oder so? Ach, hier. Nie. Ach, hier sind sie versteckt, okay. Nee. Geht nicht. Man drückt da mal richtig ruf da. Ach, jetzt zeig ich ihnen, wo der Gushi kriegt. Jo, habe ich alt. Ja. Etwa. Achso, wir müssen landen. Jo. Abflug! Every time you return to the Javelin, you automatically deposit any resources you were carrying. Anything you drop outside the Javelin, however, will stay there until you go and grab it with your meat hands. Superlicious megamorphological food base from Suckage Farms. The universe's number four sustenance resource just got a whole lot juicier with Platinum Slurp Plus, Nutri-Minerals, Power Booster Edge 20 million. From anatomically reconfigurable nanoclusters simulate a virtually unlimited number of foods and beverages in your mouth and straight into your stomach for maximum satisfaction with exemplary convenience. With taste, flavor, ja, so was halt damals als Kind gehabt, nennt sie sich Schleim. Gottes Willen, da fliegen ja die Ohren raus. Warte mal, was hab ich denn jetzt? Hab ich jetzt falsch gemacht? Scanne Javelin auf Beschädigung. Gescannte Probleme 0 von 3. Tracking beendet. Achso, wir müssen von draußen das machen. Sag das doch einfach. Meine Güte. Sorry. Ambient temperature 112 degrees, bioscience nominal. That's not supposed to look like that. Sanfte Landung, aber zumindest überlebt, okay. Zumindest würden sie das, wenn sie empfindungsfähig wären. Okay. Sind sie nicht? Sind das jetzt die Schäden? Nee. Ah. Rumpf. Ich glaube, es gab mal eine Deckung dafür. Jo. Bitte finde und scannen, falls du dich verläufst. Way,
Okay. Okay, also wir werden viel mit dem Menü jetzt spielen, weil ich... This machine will copy you. Teleportationseinheit Javelin, die ist gut. Okay. Willst du mich jetzt hacken? Gescannte Probleme 2 von 3. Fehlendes Panel gescannt. 0 von 1. Die erste Aufgabe auf der Erkundungscheckliste. Überprüfe dein Schiff auf Beschädigung. Renut hat sich zur verantwortungsvollen Erforschung des Weltraums verpflichtet. Der Presse gegenüber wird von einem Engagement für Abfallverringerung und nachhaltige Ressourcennutzung gesprochen. Ah, also die Wahlen 2021, alles klar. In der Praxis heißt das, dass sie mich mit einem Gebrauchsschiff ohne Treibstoff und Ausrüstung hierher geschickt haben. Dankeschön. Ja, der Teig ja nur schon nicht scannt. Nicht die sanfteste Landung, klar. Nee. Kann ich hier noch irgendwo rinkrauchen jetzt, um denn noch irgendwas festzustellen? Das habe ich gescannt. Ach, hier oben ist noch was. Es läuft Kraftstoff aus. Das ist nicht gut. Ich denke, die haben mich ohne Kraftstoff hergeschickt. Zumindest nicht, falls du eines Tages nach Hause zurückkehren möchtest. Hin- und Rückkehr. Ja. Suche nach einer Kraftstoffquelle. Mach mal glatt. Drück auf Z. Also das ist so ein Spiel, wo ich mir die Third-Person-Perspektive wünschen würde, muss ich ehrlich sagen. Ach, guck mal, das ist meine Luke hier. Ah, there is our missing panel. Well done. In the future, whenever you need help finding your currently selected objective, you can use survey to orient yourself. Erfassung orientieren, okay. The javelin is basically intact. Landeprotokoll. Komplett. Na, ist ein Traum. If we ever want to relaunch. Als sie je wieder... Alles klar, dankeschön. The photographers found an alien alloy we could maybe use to repair the ship. Leicht reparieren könnten. Lass mich das markieren. Alles you klar, dankeschön. You already have a required amount of carbon to craft a highly functional base level Nomad plasma pistol. The 3D printer inside the javelin is ready for your input. Also diese Computerstimme nervt ein bisschen. Hier, die 10 Meter. Muss mal ein bisschen gucken. Fertige Nomadenpistole am 3D-Drucker in der Javelin an. Kohlenstoff 10 von 10. Mein Kohlenstoff ist doch alle. Wieso ist mein Kohlenstoff alle? Wir haben doch vorhin über 40 gehabt, oder? Lul, aber ist egal. Sekundär haben wir Nüsse, wissenschaftliche Experimente. Du hast derzeit keine Wissenschaft. Okay, global. Planet erforschen, Hin- und Rückfahrt. Suche einer Kraftstoffquelle. Okay. Dann pushen wir jetzt erstmal hier rein. Das wäre irgendwie so ein bisschen was für VR, oder? Also ein VR würde bestimmt richtig cool sein. Auch die Grafik würde völlig ausreichen im VR. Meine Meinung.